So, herzlich willkommen wieder mal. Heute will ich mal zeigen, weil es mal von jemandem eine Frage gab. Sorry, dass ich den Namen jetzt wieder vergessen habe. Hätte man sich vorher nochmal informieren müssen. Aber ihr seht, das ist bei mir hier immer Freestyle aus dem Bauch raus. Weil ich die Karre auf jeden Fall umbauen will für einen guten Kumpel. Wird natürlich erst später raufgeladen, damit es eine Überraschung bleibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Zeige ich euch jetzt auf jeden Fall, wie ich das hier aufmache, ohne dass man die Packung beschädigt. Und zwar mit unserem schönen, guten Aceton. Dann zeige ich euch auf jeden Fall, welche Bohrer ich benutze. Und so weiter und so fort. Also, viel Spaß schon mal. Und gutes Gelingen bei euren Projekten, beziehungsweise dann vielleicht beim Nachmachen. Was ich nicht zeigen werde, ist, wie ich das zuklebe. Also das kann sich, glaube ich, jeder selber denken, dass man das mit Kleber wieder zumacht. Ich kann nur dazu sagen, ich mache viele Packungen gar nicht zu. Also deswegen löse ich die so ab, dass sie eigentlich so auch an der Wand dann rankommen. Weil wenn eine andere Packung, ich habe jetzt hier, warte mal, doch habe ich, hier eine andere Packung wieder rüberkommt und eine andere drunter ist, bleibt das eigentlich zu. Klar, man kann es zukleben. Mache ich aber in der Regel eigentlich nicht. Wie gesagt, was sich da auf jeden Fall gut macht, können wir gleich mal drauf eingehen. Grüße hier nochmal raus an Steffen Bose wieder, der nämlich das mir auch gesagt hat als Tipp, diesen Bastelleim einfach nehmen. Muss jetzt nicht von dieser Truppe Stenzer sein. Einfach einen Bastelleim nehmen, der sieht zwar weiß aus, aber er trocknet weg. Ich habe es zwar noch nicht probiert, also seid mir denn nicht sauer, wenn es denn nicht so ist. Probiert einfach, es geht auch ein ganz normaler... wie heißen diese ganz normale Wasserbasiskleber? Ja, und dann kann man das auch wieder schön zukleben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Zack, zack, zack. Aufmachen mit Aceton. So, da bin ich. Und dann können wir ja gleich mal auch, weil das wollte der Kollege eben auch gern sehen, zeig euch mal, wie schnell das geht. Dieses Teil habe ich ja schon mal erklärt, das stopfe ich dann da rein. Zeige ich euch gleich, damit das sich nicht wieder anlöst. So, wir tunken ein. Ich nehme das jetzt hier original so auf. So, und wie gesagt, kann jeder ja so machen, wie er will. Aber ich habe hier so einen kleinen Trick. Man guckt hier an der Seite natürlich, ne? Wo ist diese Schnittstelle praktisch oder diese Kante, die wir ablösen wollen. Ich hoffe, man sieht es alles, weil ich habe kein besseres Licht hier. Man könnte natürlich Licht anschalten. Aber jetzt ist vorbei. Ich wollte das jetzt in einem, einem Schritt filmen, damit ihr auch eben seht, wie lange. Ihr könnt auch gerne die Zeit stoppen. Hättet da jetzt natürlich anfangen müssen. So, jetzt ist es eigentlich schon eingeweicht. Wie gesagt, dann pinselt man hier eben noch ein bisschen. Man kann es jetzt auch zweimal machen, aber ich wette, das geht hier schnell ab. Also, das ist auch manchmal komisch. Manche Packungen lösen sich schneller ab und manche, da muss man eben nochmal ein suppen. Eigentlich könnte es jetzt schon soweit sein. Jawohl, und da ist es soweit. Kickt euch das an hier. Wenn man es natürlich noch länger einweicht, hast du natürlich wirklich noch weniger, was da abgeht. Weil hier sehe ich gerade so ein bisschen, was geht von der Schrift ab. Wenn man es aber dann zuklebt, sieht man es nicht. So, wie gesagt, ihr lieben Freunde, das war's schon. Auf ist das Ding. Zack, zack. So schnell geht das. So, die Packung sieht eigentlich auch gut aus. Da kann man jetzt nicht meckern. So, und jetzt natürlich nicht so lassen, weil ich sag euch, das zieht sich an. Ich habe da mittlerweile meine Erfahrung. Steck hier einfach dieses abgeschnittene Klopapier-Ding rein. Und lass es trocknen, sozusagen. So, das war's schon. Hier haben wir unser kleines Schmuckstück. Das kennt ihr aber auch schon alle. Und hier habe ich jetzt vor, das eben in so einem Dolphins-Style zu machen. Falls das jemand kennt, Miami Dolphins haben halt auch diese ähnlichen Farben. Also Orange und Mintgrün. Da muss ich mal gucken, ob ich das so lasse und nur unterhalb Orange mache. Auf jeden Fall will ich diesen Unterboden in Orange machen. Weil das gefällt mir in Weiß gar nicht. Und was ich hier machen werde, wahrscheinlich dieses Zeichen noch ablösen. Das könnten wir eigentlich auch jetzt gemeinsam kurz machen. Moment, die Kamera läuft, ja. Klopapier habe ich hier auch. Wie gesagt, das ist so mein Ding. Ich nehme gern Klopapier und zwar halt die raue Seite. Und dann schauen wir mal, ob das auch so klappt, wie ich das hier erzähle. Müsste eigentlich. Normalerweise bohrt man es auf erstmal, ne? Aber gut, das machen wir dann eben heute jetzt nicht. Bisschen eingetunkt. Man muss dazu natürlich auch sagen, manche Dinger, manche Decals, ja, die sind ein bisschen schwieriger abzulösen.
Manche sind eben ein bisschen hartnäckiger als die anderen. Aber man sieht, da geht es schon weg. Und wenn es nicht ganz gleich abgeht, nochmal ein bisschen rüber. Zack. Und eigentlich ist es denn erledigt. Ja. Mal sehen, ob wir das hier auch so schön hinkriegen. Ja, wir. Ich und mein Pinsel und mein Aceton. Da ist noch ein bisschen was über. So, das ist auf jeden Fall weg. Und durch dieses Rubbeln, er hat Rubbeln gesagt. Ja, ist natürlich hier blöd, weil die Unterschicht eben dann auch abgeht. Also das, was jetzt da drunter, dieses Orangene. So, auf jeden Fall seht ihr, wie schön das mit Aceton geht. Es gibt natürlich auch einen Decal-Entferner. Wie gesagt, bevor man sowas hier eigentlich macht, bohrt man das auf und entfernt alles, was eben, ja, jetzt da, sag ich mal, drunter leiden könnte, wenn man hier rangeht jetzt. Ich mache das aber einfach jetzt so, weil das wird eh besprüht. Und vor allen Dingen, ich mache das jetzt, weil ich will es euch einfach nur schnell zeigen, bevor das hier wieder ausartet in stundenlange Videos. So, und schon haben wir dieses untere auch weg. Das wird aber eh besprüht. So, bei der Karre, wie gesagt, habe ich vor, das hier oben eigentlich zu lassen. Nur unterhalb eben noch orange reinzubringen und das lasse ich eigentlich auch alles so. Und jetzt nehmen wir uns die Seite hier vor. Ist ganz gut, dass die Kamera gerade auch noch läuft, weil so könnt ihr das wirklich sehen, also in welcher Schnelligkeit das wirklich auch funktioniert. Falls die Leute da immer so Fragen haben, ja, wie lange dauert das oder das muss ja ewig dauern. Nee, so lange dauert das gar nicht. Zack, und schon ist es ab. Und umso öfter man das natürlich macht, umso mehr Erfahrung hat man. Ist klar, ne? Kick mal, sieht schon richtig gut aus. Und deswegen nehme ich auch gern Klopapier, weil wie gesagt, durch diese kleine bisschen, wie sagt man's, ja, was ist da drinne? Also ich habe mal gehört, im Klopapier sollen auch kleine, ganz, ganz minimale Steinchen drin sein. Also sprich, ja, wie kann man das erklären? Ja, keine direkten Steine, aber da ist irgendwas drin, weil meine Augenärztin oder beziehungsweise Brillenschneiderin, keine Ahnung, wie man die jetzt nennt, die haben mal gesagt, weil meine Brille immer sehr zerkratzt war, haben mal gefragt, mit was machen sie denn die immer sauber? Und dann habe ich gesagt, na, mit Klopapier. Und dann meinten die zu mir, oh, auf keinen Fall machen, weil da sind kleine Steinchen drin oder was und das kommt dann zu Zerkratzung der Brille. Das zur Erklärung, warum es eben für diese Sachen denn sehr gut ist. Weil, wie gesagt, dadurch geht das eben sehr gut ab. Und ihr seht, das sieht schon eigentlich sehr geil aus so. Jo. Natürlich kriegt er noch Lampen angemalt. Dieses, die Pritsche hier, die werde ich auch in dem Farbton versuchen hinzukriegen, weil ich habe die Farbe. Mal gucken. Oder ich lasse den so silber, aber ich wollte schon ein bisschen was kostümieren für meinen besten Kumpel. So, ihr habt das gesehen auf jeden Fall erstmal, wie man es ablöst und wie man die Decals abmacht. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Pause hier. Schon wieder. Dann gehen wir ans Bohren. So, meine Freunde da draußen, wen es interessiert. Und ja, jeder hat natürlich hier eine andere Technik. Es gibt zum Beispiel die Technik, dass du erstmal mit einem dünneren vorbohrst und dann mit einem dickeren eben nachbohrst. Fakt ist auf jeden Fall, das ist die Dicke, die ich benutze und die mir auch völlig ausreicht. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt mal eine andere Karre zeigt. Weiß ich nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt. So sieht es dann aus. Ja, natürlich, von unten sieht das nicht so toll aus, aber wie gesagt, das wird dann einfach zugeklebt. Da könnt ihr Kraftkleber nehmen oder auch eben, ich nehme immer jetzt diesen Weißleim, weil er sich irgendwie auch gut denn wieder abzulösen geht, falls man wieder noch die Räder wechseln will. Ja. Andere nehmen Schrauben, also da gibt es verschiedenste Wege und Mittel. Ich habe mir das auch nur alles angeeignet, ja, durch YouTube, durch Videos gucken, wie andere das eben machen.
Ne? Ist ja kein Geheimnis. Und wie gesagt, ich benutze hier eben diesen Durchmesser von 3,5. Auch genannt 70 mm. Das kriegst du zu kaufen bei Obi. Das sind hier die billigsten. Und da muss ich aber sagen, weil ich habe jetzt eine Menge aufgebohrt. Ich habe das Gefühl, dass die hier so eben qualitätsmäßig nicht so top sind. Das kommt mir eher irgendwie stumpf vor nach einer ganzen Weile. Wobei ich jetzt auch eine ganze Weile mit dem einen Bohrer das mache. Das ist hier noch ein neuer Bohrer. Hier ist einer abgebrochen. Mit dem habe ich eine ganze Zeit lang auch gearbeitet. Der war völlig hinüber. Wie gesagt, einen guten Bohrer zu haben, macht mehr Spaß, geht viel schneller, ihr seht es auf jeden Fall. Wie gesagt, davon gibt es aber noch welche von Bosch oder von so eben teureren Firmen, die ich wahrscheinlich mal ausprobieren werde, weil ich da denke, weil die kosten erstens mal mehr und dann wird das auch besseres Metall sein. So, hier ist meine Bohrmaschine, schön original aus dem Osten. Ja, und das Ding läuft immer noch, das muss man mal loben. Hier könnt ihr es so ja schön mal sehen, richtig geil. Grüße ihn auch wieder an Steffen, der kennt sowas. Grüße ihn aber auch an Manu, ihn an Crockett, an wie gesagt, alle. Ja, Densen vor allen Dingen, für den ich das jetzt hier mache. Ja, wir bohren das auf. Ich sitze hier natürlich ein bisschen doof. Ja, weiß nicht, ob ihr das jetzt da so sehen könnt. Na, wahrscheinlich nicht, siehst du? Müsste ich die Kamera wieder anders hinstellen. Das geht aber jetzt hier irgendwie nicht wirklich. Also, vor allen Dingen, gerade ansetzen ist wichtig, nicht schräg oder so. Das Ding muss direkt wirklich, manche nehmen das auch in der Hand und bohren so. Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Also ich setze das immer auf dem Boden auf, habe hier eine gute Unterlage. Man könnte natürlich unter die Unterlage nochmal hier was drunter machen, damit es wirklich schön sitzt. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht. Ich glaube, ja doch, man sieht es tatsächlich. Wenn es denn Schärfe, wenn die Schärfe mitspielen würde. Ja, das ist das alte Problem hier immer, ne? Gut, fangen wir mal an. Es wird lauter, Achtung. So, und dann vor allen Dingen, finde ich, ist wichtig, nicht zu dolle und nicht in einem Stück durchbohren. Jetzt hast du hier erstmal einen Haufen Zeug dran, ne? Das nehme ich dann meistens ab. Ich habe aber sonst auch eine andere Unterlage, die ich praktisch wie so eine Zeitung falte. Jetzt fliegt das hier alles gleich um. Also so falte, ja, damit ich immer diese Zeug praktisch so mache und dann liegt das auf der Spur und dann kann ich hier schön frei weiterbohren, ohne diesen ganzen Dreck. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht, aber gut, weiter geht's, vorsichtig. Und dann immer so Schritt für Schritt, also so mache ich das, wie gesagt, schön gerade bleiben, immer versuchen. Dann drehe ich das so ein bisschen auch nach außen weg, damit sich dieser ganze Knubbel da, die ganze Niete, schön irgendwann wegdreht sozusagen. So, und das könnte jetzt schon reichen. Das müsst ihr denn selber immer kicken. So sieht es auf jeden Fall aus, wenn die Kamera jetzt mitspielt. Ich habe jetzt leider keine dritte Hand, wo ich das jetzt nochmal... So, wie gesagt, ich kann ja mal kurz zeigen, wie ich das mache, weil das nervt mich gerade hier schon wieder ab. Dieser Dreck, ich bin da so auch ein bisschen pingelig, muss man sagen. Deswegen, ich habe eigentlich immer so eine Zeitung einfach nur. Da unten siehst du sie, eine Zeitung, wo ich das dann eben so schön... Das Blatt ist jetzt einfach, damit die von der Optik her irgendwie besser aussieht. Ja, das war jetzt natürlich nicht so klug. Jetzt springt mir die Zeug hier nämlich durch die Gegend. Das nehmen wir jetzt mal weg hier. Naja, komm. So, weitermachen, weil das ist hier noch nicht gut. Und das ist aber auch so, weil der Bohrer eben schon wieder wirklich stumpf ist. Das ist hier nicht, das geht sonst schneller. Ja. Kann man sagen. Aber ich bin so ein Typ, ich will den Bohrer hier nicht gleich weg entsorgen, also den Bohraufsatz. Sondern ich benutze den so lange wirklich, bis ja nichts mehr geht. Bis es auch vielleicht mal wegbricht. So, was jetzt hier vielleicht ganz wichtig ist, für die, die das wirklich neu anfangen zu machen, das zeige ich aber gleich nochmal. Wir bohren jetzt hier erstmal auf, ich mache kurz Pause, sonst dauert das zu lange. So, aufgebohrt ist es. Und jetzt geht man hier mit einem Schraubenzieher praktisch ran, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Also wer es nicht
gewöhnt ist oder sowieso Jugend, also Kinder oder was, macht sowas nicht, lasst eure Eltern machen. Also ich will hier nichts, keinen animieren, ja. Oder zieht Handschuhe an. Und dann muss man hier das raus versuchen, rauszudrücken. Und zwar würde ich das, also ich mache das so, damit mir auch nichts passiert, nicht zu viel Druck und nicht hier rumwuchten, sondern eher so raushebeln. Also das kann man jetzt natürlich blöd sehen. Sprich, also diese Außenniete da, also was noch jetzt überbleibt, übersteht, versuchen so wegzudrücken. In dem Fall hat es gut geklappt. Und so bleiben meine Karren auch immer wieder, also so kann man die gut wieder zusammenstecken. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Der Druck muss nach unten gehen und nicht Richtung Finger. Keine Ahnung, wie man das erklären soll. Ich will auch, wie gesagt, hier nicht, dass sich jemand da wehtut. Deswegen, keine Ahnung, guckt euch vielleicht doch nochmal auch andere Videos an, bevor ihr sowas hier macht. Ich habe da mittlerweile schon Erfahrung. Ich habe mir auch noch nie in den Finger hier gestanzt oder so. Weil, wie gesagt, ich weiß, wie ich den Druck hier verlagere. Auch wenn das komisch aussieht. Wenn das aussieht wie hier, der haut sich doch gleich in den Finger. Nee, nee. Bei dem Modell ist hier natürlich schwieriger, weil der vorne so... ja, weil der vorne eben nur dieses obere Dach hat. So, jetzt müsste es eigentlich schon abgehen und ihr seht, da geht es schon ab, zack, zack. Das ist praktisch schon mal lose. Manchmal geht es auch schon so, wenn ihr das so klopft. Ein anderer Trick ist noch, wenn das jetzt nicht sich gleich löst, mit einem Feuerzeug ein bisschen rangehen und dann, oh, und da siehst du, geht es schon ab. Bei mir, in dem Falle, seht ihr, hat das super geklappt. So. Und somit, ja, ist das Ding schon mal erledigt. Wir können es ja nochmal wieder rauf tun. Nur mal um zu zeigen. Also gut, so fest ist es nicht. Es geht zwar, ihr seht es, er geht nicht ab, aber wie gesagt, ich klebe den trotzdem nochmal später dann minimal eben zu mit dem Bastelleim. Und ja, das war's eigentlich schon. Jetzt mache ich hier sauber, weil das ist immer wichtig. Und warum ich das hier in diese, also das machen bestimmt viele so. So kann man das wunderbar in den Plastemüll entsorgen oder in den, sag ich mal, Alumüll. Aber ist ja bei uns alles Plaste oder beziehungsweise Aluplaste, gelbe Tonne eben. Juti, das dazu. Ja, und es ist kein dazu.